Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute zocken wir mal Gibraltar. Denn ich habe nämlich Quatsch erzählt in dem letzten Rampart Video. Habe ich gesagt, dass Rampart die Legende ist, die am wenigsten bisher auf dem Kanal vertreten war. Das Ganze stimmt allerdings nicht, denn wir haben tatsächlich kein einziges Gameplay Video mit Gibraltar gehabt. Ich weiß nicht, was da los war und ich weiß nicht, wie ich ihn einfach komplett aus dem Vorlassen konnte. Aber es war auf jeden Fall so, die einzige Runde, aber das zähle ich quasi nicht als normales Gameplay, sondern das habe ich quasi unter die 4K-Badge-Series gezählt, ist quasi die 4000 Schaden mit Gibby. Und selbst die liegt keine Ahnung wie viele Monate zurück. Deswegen wird es auf jeden Fall mal wieder höchste Zeit, dass Gibby uns beweisen soll, was er wirklich drauf hat. Und ja, das ist so einiges. Ich meine, als Solo-Charakter kann ich ihn nicht empfehlen. Aber mit dem richtigen Squad oder auch in einem Duo, vor allem im Endgame, ist er einfach richtig, richtig stark. Schauen wir rein. Let's go. So, wir gehen hier Countdown. Vielleicht ist ja so jemand so freundlich und öffnet mir die Mitte. Ansonsten öffne ich sie einfach selber, wenn keiner mitkommt. Ja, sieht danach aus. Alrighty. Okay, so ein Purple Shield schmeckt auf jeden Fall. Mit der Elster und der RD45 bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Da sind schon auch die ersten. Okay, das heißt, wir müssen die schnell abfangen. Oh, die Peacekeeper, die nehme ich sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, die sind jetzt schon am Start. Peacekeeper ist ja eh Gibbys Waffe sozusagen. Oh, okay. Gute Nade von der Wraith. Bruder! Hä? Achso, er ist der echte. Okay. Ah ja. Hast du goldenes Knockdown-Shield, Kollegin? Aha, sag ich doch. Okay, das ging jetzt irgendwie ziemlich flott. Aber ja, ich würde die Elster trotzdem gerne loswerden. Vor allem, weil ich einfach keine Energy-Ammo mehr habe. Und ich irgendeine andere Waffe brauche. Ich weiß nicht. Die Elster, die war halt mal wirklich geil. Und eigentlich ist sie es immer noch. Aber es gibt mittlerweile einfach Waffen, die ich lieber spiele. Oh, Purple Backpack. Also jetzt geht's aber richtig los. Die war doch nicht mal Hot Drop, oder? Nee, war kein Hot Drop. Ja, läuft, Alter. Nice. Also ich habe nichts dagegen. Oh ja, eine Havoc. Da sage ich natürlich schon eher ja. Na, Havoc ist ja mega nice sogar. Alright. Ja gut, Peacekeeper Havoc könnte das Loadout für die Runde werden. Einzige Ding ist, ich habe ein bisschen wenig Energy Ammo. 112 ist zwar für einen oder zwei Fights gerade so ausreichend, aber mehr halt dann auch nicht, ne? Ja, das ist immer das Problem mit der Energy Ammo. Okay, ich habe nichts gesagt. Erstmal gleich zwei Stacks in der Kiste. Das freut mich doch. Hä, und wer hat das jetzt hochgefahren? Ich blicke jetzt gar nichts mehr. Oh, lol. Okay, die fighten da. Und da unten auch, hä? Okay, du bist down. Let's go. Dann snack ich mir deinen Mate hier wahrscheinlich hier oben. Hi. Oh, Bro, Alter. Ich bin schon wieder mit der Havoc komplett am Fryen. Ich glaube, ich behalte die auch, weil einfach, Alter, diese Waffe ist so gestört. Ach komm, was wollt ihr denn bitte? Was wollt ihr, Kollegen? Ich habe die Havoc. Du kannst nichts dagegen tun. Geil. Boah, es ist so ungewohnt, mit Gibby zu spielen. Wallbouncen klappt, aber es fühlt sich einfach weird an. Man merkt einfach, dass er halt einfach, ja, mehr Schwergewicht ist. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie negativ oder so, aber es ist halt einfach krass, wie anders er sich anfühlt. Er ist erstens ein Tick größer und halt auch langsamer. Und ich weiß, alle Legenden bewegen sich gleich schnell, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie Respawn oder halt Apex es geschafft hat, dass sich manche Legenden einfach viel, viel träger und langsamer anfühlen und halt einfach ein bisschen wuchtiger. Ich meine, wie gesagt, die bewegen sich alle gleich schnell, aber einfach durch ihr komplettes Verhalten, die Animationen, die Bewegung, die, ja, ich sag mal, das Movement, ich kann es gar nicht genau ausdrücken, aber es fühlt sich einfach ganz anders an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Horizon irgendwie einen Tapstray von der Ecke mache oder mit Gibby einen Tapstray von der Ecke mache. An und für sich ist da quasi kein Unterschied, aber es ist halt einfach anders, ne? Richtig krank. Aloha, Leute. Die haben ja gar keine Ahnung. Oh Gott, was war denn das jetzt gerade? Ach komm, ganz ehrlich, wir machen hier einen nice Forward-Push. Bubble und let's go. Oh, danke für die Energy Ammo. Ihr wollt flüchten? Nee, 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 Freunde. Das könnt ihr mal komplett vergessen. Hä? Oh, lol!
Also, wow. Die Havoc ist einfach so krank. Real Talk. So, warte, wenn ich mich recht entsinne, hat es doch geheißen Runde 3, oder? Das heißt, es ist die letzte Runde, die angefangen haben. Außerdem bin ich gleich Red Shield. Was heißt, ich könnte mir hier sogar Red Shield erfarmen. Das lohnt sich ja dann richtig, die Brawler noch zu töten. Nice, danke dir. Und die Belohnungen absnacken. Richtig nice. Oh, den goldenen Backpack würde ich gerne nehmen. Den Rest kannst du haben. Weil, den brauche ich nicht. Es ist so komisch. Selbst Sliden sieht mit Gibby halt einfach anders aus. Ich weiß nicht, wieso. Ich kann es euch wirklich nicht erklären. Aber jedes Mal, wenn ich slide, habe ich das Gefühl, ich bin langsamer, als wenn ich mit einem anderen Charakter slide. Es ist richtig weird. Aber gut, Gibby ist ja auch schließlich nicht für Movement gemacht, sondern Gibby ist einfach die Schildfestung und ist zuständig dafür, das Team zu beschützen. Ganz klar. Oh, da sind doch Schüsse, oder? Oh, hallo. Okay, da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Oh, oh. Okay, der sniped. Ich will noch ein bisschen näher. Oh nein, der hat den Triple Take. Bro, chill dein Leben. Da, nimmt meine Ult. Ihr müsst euch bewegen. Weg mit euch. Es ist halt perfekt. Es ist perfekt, um ein Team repositionen zu lassen. Ah, da ist einer genockt. Okay, interessant. So, du bist schon mal raus. Aber wo ist dein Mate? Oh. Alles klar. Der Caustic meint, er kann wieder das ganze Haus zusmoken. Hallo? Hallo? Alter, hä? Okay, what? Ich bin einfach nicht an die Zipline gekommen. Was war denn da gerade los? Okay, nice. Alright. Bangalore ist auch raus, okay. So, das war's jetzt schon wieder hier in dem Haus, oder was? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Oh nee, hier sind doch noch welche. Oh, die sind oben, okay. Ja, renn weg, renn weg. Okay, du bist genockt. Alter. Diese Havoc ist so broken. Und dann noch zusätzlich das Gibby Gun Shield, dass wenn ich anvisiere, dass er das Schild aktiviert. Ich bin ja quasi unbesiegbar damit. Das ist ja richtig krank. Oh nein, die Ulten. Die Ulten. Die Ulten. Das kann nicht wahr sein. Schon wieder. Valkyrie Counter in die Kommentare bitte. Und jetzt mischt sich das andere Team hier auch noch ein. Alter, wie anstrengend. Oh. Tja. Einfach mal die Bangalore-Ult neutralisiert. Ja, und ihr so? Alles fit bei euch? Das Gibby ist halt schon. Nice, der hat den Spitfire. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nice try, Mrs. Ash. Ah, damn it. Das Goldscope müsste für die Havoc funktionieren. Das wäre zu geil. Aber wir kriegen auch so... Auch wenn die Spitfire echt gefährlich ist. Okay, du bist raus. Wo ist die Bangalore? Oh, die ist hier irgendwo. Im Wagen. Komm, 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 komm. Alter, diese Havoc. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Diese Waffe ist so underrated. Es ist unglaublich. Und Gibby ist auch voll geil gerade. Ich fühle es gerade tatsächlich richtig krass. Er macht gerade voll Spaß mit ihm. Nice Turnaround. Ah, okay, nur Crap. Schade. Okay. 4 Squads. 11 Kills. 1500 Damage. Das ist auf jeden Fall ganz ordentlich. Und das Beste kommt ja jetzt erst noch, dass Gibby, umso kleiner die Zone wird natürlich, umso stärker wird er. Quasi wie so ein exponentieller Verlauf. Okay. Die wollen zum Care Package, oder? So, dann kommt mal her. Komm schon, komm schon, komm schon. Die muss hitten jetzt. Let's go. Okay, eine Valkyrie. Ja gut, die juckt es halt relativ wenig. Ich komme!
Nein, 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 nein. Okay. Alter, der hat ganz schön rasiert hier. Och nee, Mann. Wenn ich schon wieder die Wingman höre, Alter. Wenn ich schon wieder die Wingman höre. Die müssen wir ganz, ganz gut im Auge behalten. Die könnten gefährlich werden. Oh, ich höre was. Oh Gott, da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch... Okay, chillen, chillen, chillen. Da war noch einer rechts. Das war aber nicht das andere Team, oder? Nee, 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 nee. Das war schon das gleiche Team. Oh, großer Fehler. Bro! Okay, einer ist down. Du bist One-Hit. Okay, danke dir. So, Sheet-Swap. Ja, war klar. War so klar. Es war so klar, dass ihr Third-Party werdet. Nein, 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 nein. Erz-Care-Package, Erz-Care-Package. Oh mein Gott. Okay. Ciao. Wo ist die Loba? Du kannst im Open Field nicht gegen den Gibby mit dem Schild gewinnen. Es tut mir leid, Kollegin. Oh, das ist böse. Ciao. Yo! Richtig nice, Alter. Richtig geil. Das war eine mega, mega nice Runde. Und wir haben mal Gibby wieder gesehen. Wie gesagt, ich hatte bisher nur ein einziges Video mit Gibby auf meinem Kanal. Das hat mich selber so schockiert, weil ich mir dachte so, yo, das kann ja nicht sein. Aber ich habe ihn komplett außen vor gelassen, den Kollegen. Und 14 Kills mit fast 3000 Schaden. Kann sich sehen lassen. Das war eine geile Runde. Alright, Leute. Also das hat doch auf jeden Fall mal richtig Spaß gemacht. Nach langer, langer Zeit haben wir das Gibby-Comeback gefeiert. Also mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, wie immer gerne positive Bewertung da lassen. Und wenn ihr weiterhin Bock auf so nices Gameplay habt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Würde mich natürlich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.